Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22. Wir sind mal wieder auf der Alpenmap auf Neu-Minibrunn und ich sitze in unserem Valtra, habe hinten den kleinen Pöttinger, den Pöttinger Faro angehängt, denn ich habe in der Zwischenzeit ja schon mal angefangen, die beiden Grasfelder zu mähen. Und jetzt gilt es, das Material noch einzulagern, einzusammeln für unser Fermentersilo. Und das andere Feld ist schon mal soweit. Ansonsten haben wir heute ein bisschen Ernte. Es ist ein Feld reif. Wir werden also heute mit unserem New Holland rausgehen aufs Feld und ein bisschen ernten. Und wir müssen die Grasfelder düngen. Das ist so ein bisschen angedacht. Und zwar mit Mist. Mist haben wir jede Menge. So, aber bevor es hier weitergeht, möchte ich mich erstmal recht herzlich bei euch bedanken für den Support, für die neuen Abonnenten. Hallo, willkommen hier auf meinem Kanal und für euer Feedback und natürlich eure Kommentare. Und da hat mir jemand geschrieben auf meine Frage das letzte Mal, denn ich möchte ja eins der Maisfelder häckseln, das andere wird unser Futtermaisfeld. Und ich hatte da schon so ein bisschen den richtigen Riecher. Wir schauen mal ganz kurz rein. Und zwar ging es hier um die Feldhäcksler. Ich würde ja eventuell mit einem Selbstfahrer arbeiten können. Da hätten wir hier diesen kleinen Jaguar 820 mit einer Kombi hier 4,50 Meter zum Beispiel. Das würde uns ja eigentlich schon reichen, ist aber dann auch wieder fast 200.000. Und ich wollte eigentlich ein bisschen was Kleineres machen. Und das finden wir anscheinend hier. Und das Gerät hatte ich ja schon im Blick und dank eurer Kommentaren, ja natürlich, ich hätte auch gleich drauf kommen können, Kombi, und da sieht man, da muss man nämlich noch ein Anbauteil dran machen, ganz klar, zum Beispiel eben dieses Maisgebiss, dieses Feldhäcksler Schneidwerk, und dafür brauchen wir aber 375 PS, das ist schon ordentlich. Ich habe dann in der Zwischenzeit mal ein bisschen geguckt, nach Mods geguckt, und da müsste jetzt gleich was kommen. So, wenn ich hier richtig bin, da kommt doch was. Zum Beispiel von Klaas 120 PS, das sind natürlich kleinere Gerätschaften. Da haben wir dann nur zwei Reihen mit 1,80 Meter. Aber das Gerät wäre dann eben auch zum Beispiel zum Grashäckseln interessant und natürlich auch zu weiteren Feldfrüchten. Und hier sieht man, das wird also angehängt und da können wir dann hinten ans Zugmaul können wir dann eben einen Anhänger und dann haben wir ein Gespann. Alternativ wäre aber natürlich die Option, auch hier sieht man zum Beispiel dieses Gerät. So, auch da gibt es dann verschiedene Anbauteile. Hier zum Beispiel mit 6 Metern, da brauchen wir aber 500 PS. Ja, da muss dann irgendwas Großes von Klaas zum Beispiel her. Aber was mir ein bisschen vorschwebt, ist eigentlich dieses Gerät von Pöttinger, weil das können wir vorne dran packen. Da haben wir dann knapp 220 Meter. So, das Ganze kann man auch an die Seite hängen, aber oder vorne eben dran und hinten dann den Anhänger. Ich glaube, damit lässt sich gut übers Feld fahren. Und ich bin mir nicht sicher, 2,20 Meter müsste doch eigentlich 2, 3 Reihen, vielleicht sogar 4 sein. 150 PS stellt eigentlich für unsere Traktoren kein Problem dar. Also das sind so die Dinge, wo ich mal gedacht habe, damit können wir mal ein bisschen anfangen mit Häckseln. Und zwar etwas kostengünstig, ihr seht es. 38.000, das wäre auf jeden Fall gut erschwinglich. Hier gibt es dann noch einen Teil von Pöttinger zum Anhängen. Wieder mal auch hier dieselbe Breite, praktisch die Alternative zu dem anderen Gerät. Yo! So, aber jetzt geht es erstmal weiter, wieder eingestiegen. Und wir sammeln das restliche Gras ein. So, dele mal kurz ein Tempomat rein. So, Siliermittel haben wir auch drin. Habe ich nicht vergessen einzulagern bzw. aufzufüllen. So, das rechte Feld ist soweit. Und da bin ich jetzt ein bisschen auch im Überlegen, ob wir da schon eine andere Frucht drauf machen. Müssen wir mal schauen. Aber wir fangen jetzt erstmal gleich an. So, hier noch rum. Ein Feld abzumähen und dann können wir hier auf jeden Fall, das Grasfeld soll erstmal bleiben, dann können wir hier auf jeden Fall noch düngen. Und dann bin ich mal gespannt, ob die Werte sich verbessern. Ihr wisst es ja, ich habe immer so ein bisschen ein Thema mit den Bodenwerten. Und jetzt habe ich tatsächlich gesehen, dass wir ein Feld haben, wo wir ja die Bodenwerte unten, ich zeige es euch gleich, die Bodenwerte für die Bearbeitung doch tatsächlich auf 100% gebracht haben.
So, ich will hier noch den Klecks mitnehmen. Sozusagen. Dann müssten wir eigentlich alles haben, oder? Oder ist da hinten noch eine Schwarte? Nee, ich glaube, wir haben alles mit aufgenommen. So, Dille. Ja, jetzt habe ich doch noch ein bisschen was liegen lassen, aber kein Problem. Wir bringen das Ganze zu unserem Fermentersilo und dann werden wir daraus natürlich Silage machen. Heu haben wir genug, Gras haben wir jede Menge. Und dann können wir natürlich in den Wintermonaten wieder richtig schön hier Geld machen mit Silage, was wir dann verkaufen, zum Beispiel an den Viehhandel. So, dann kippen wir hier mal ab. Und dann schauen wir mal ganz kurz auf das Kärtchen hier. Und zwar das Thema war, dieses Feld hier habe ich jetzt plötzlich bei 100. Also ist es mir jetzt doch gelungen, ein Feld auf 100 zu bringen. Und wir sind jetzt bei der Umweltbewertung bei 10%. So, ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn wir jetzt dieses Feld hier abernten, ob es dann da auch vorwärts geht. Und wenn wir natürlich hier dieses Feld dann ummodeln, da müssen wir mal kurz reinschauen, was denn anstehen würde. Ah, da haben wir noch Luft, da haben wir noch Zeit. Nee, also Oliven werden es mit Sicherheit nicht. Und rote Beete, Karotte, Pastinake machen wir jetzt auf diesem Feld auch nicht. Alternativ könnten wir natürlich wieder in Ackergras gehen. Und dann hätten wir auf jeden Fall ja geerntet das Ackergras. Das könnte sogar vielleicht noch dieses Jahr dann reif werden. Und wir haben dann gleich wieder mal eine ordentliche Portion Heu. Wir schauen mal kurz rein, wie viel wir denn jetzt im Moment haben. Ach, 129.000, also jede Menge, jede Menge, jede Menge. So, dann steigen wir hier mal ein, bringen den Pöttinger weg. Und dann werden wir hier langsam auf unser Feld hier fahren. Ihr seht es da links, da gibt es wieder Material zu ernten. Und da sollte es dann auch Stroh geben. Und Strohballen könnten wir ein paar gebrauchen, so wie ich das sehe. So, den parken wir dann da hinten ein, neben unser Schneidwerk. Beziehungsweise unser Mähwerk. Ja, das gibt hier richtig ein schönes rot-gelbes Paket. So, Dille. Und dann werden wir, ich habe in der Zwischenzeit mal hier das Schneidwerk eingeparkt, aber das werden wir jetzt mal rausziehen. Ich überlege gerade. Naja, wir werden das, denke ich, hier gleich alle anhängen an den New Holland. So, jetzt müssten wir rumkommen. So, Dille. Okay. Ups, nee, das wird dann, glaube ich, ein bisschen eng. Dann müssen wir erstmal den Trecker hier aus dem Weg nehmen. Apropos Trecker. In der letzten Folge, das wisst ihr, haben wir ja uns einen zusätzlichen Traktor im Gebrauchtwagenmarkt geholt oder Gebrauchtgeräte. Und zwei und vier Agri, den wir ja mit Pflegebereifung ausgestattet haben. Und in der letzten Folge habe ich ja noch alle Felder soweit ready gemacht. Ja, wir könnten eigentlich gleich links rum rückwärts ranfahren. Alle Felder soweit fertig gemacht, was das Thema Unkrautbekämpfung angeht. So, dann hier mal rein. Ja, das passt doch, das passt doch. Ja, da kommen wir gerade vom Hof. Sehr schön. Ja, da haben wir zum Glück nicht zu breit eingekauft und auch die Bäume nicht falsch gepflanzt, oder? Nee, da kommen wir vorbei. Sehr gut. Okay, dann bitte aufklappen. Na, stopp. So, jetzt aber. Achso, Augenblick, Augenblick, Augenblick. Wir müssen ja schauen, haben wir denn die Strohablage? Jupp, passt. Ja, ja, jetzt liegt da ein bisschen rum, aber kein Problem. Strohablage funktioniert und wir gehen in die Ernte.
im Juni wird geerntet und hier haben wir das Feld und ach, sind auch schon wieder die Rehe, die Kollegen sind wieder da, wie es sich gehört. Und das Feld werden wir, denke ich, jetzt langsam vorbereiten und da werden wir Material ansehen. Ich denke auch eben irgendetwas, was uns genügend Stroh für den Winter bringt. Ja, aber das wäre ja natürlich nicht das Ackergras. Ja, müssen wir nochmal schauen. Ich schicke mal kurz den Helfer los. So, und es darf, glaube ich, ein kleines bisschen leiser sein. Wir gehen mit dem Abfahrer. Wir nehmen den großen Valtra. Obwohl, ich überlege gerade, mit dem müssten wir eigentlich... Ja, jetzt überlege ich. Wir werden düngen erstmal, parallel. Und dann holen wir mal den Miststreuer. Oh, Charlie rennt durch die Hecke. Der Miststreuer ist übrigens auch nur geliehen. Ich habe mal ein bisschen geguckt von Geräten her. Wir müssen uns da wirklich mal Gedanken machen. Und konsolidieren sozusagen. Und das soll heißen, wir müssen mal schauen, welche Geräte wir wirklich brauchen. Teilweise haben wir ja die Geräte ausgeliehen, um eben zu testen, was geht, was nicht geht. Und deswegen haben wir uns ja auch zum Beispiel mal von der Göwal Ballenpresse verabschiedet, weil die eben nur 125er Ballen gemacht hat. So, den bringen wir jetzt erstmal in Position. Dann bringen wir nämlich erstmal den Abfahrer in Position. So, mit wem fahren wir denn ab? Den hier erstmal wieder aus dem Weg. So, Dele. Dann nehmen wir den Fendt. Der passt nämlich ganz gut nämlich zu unserem Anhänger. Der ist nämlich auch grün. Ja, wie gesagt, an der Stelle vielen Dank für die Rückmeldung, für das Feedback bezüglich den Häckslern. Ich habe dann eben dann nochmal im Mod-Hub nachgeguckt, habe noch ein bisschen was runtergeladen und darauf freue ich mich schon ein bisschen, wenn wir dann halt eben nicht mit dem Großgerät, also noch nicht im Moment, wir müssen mal schauen, wie sich das entwickelt, aber dann halt eben den Mais ernten mit so einem Pöttinger oder irgend sowas in der Richtung. Da schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ich denke, mit dem Gerät, was wir vorne eben sozusagen anschnallen können, sind wir flexibler von der Bewegung her als mit einem Anhänger. Wo wir dann eben noch unseren Anhänger selber mitziehen müssen. Weil das wäre nämlich dann echt mal zu gucken, ob das funktioniert dann mit dem Helfer. Aber wir werden sehen. Ach was, ist schon so 80% voll? Okay. Ja, ja, da steht sie wieder, das Reh. Seelenruhig und jetzt nimmt's doch Reis aus. Ach, ja, stopp. Das machen wir ein bisschen anders, aber jetzt haben wir das Problem wegen der Fruchtzerstörung. Naja, weil er das Abtankrohr auf der falschen Seite hat. Zack, das machen wir ein kleines bisschen anders. Man sieht ja auch, er tut sich ein bisschen schwer. So, dann tanken wir den hier schon mal hier an der Stelle ab. Sehr gut. Okay. So. Und dann können wir nämlich auch parallel schon mal schauen, ob wir hier die Ballen wieder produzieren, dass wir dann eben mit dem Wickler fahren. Mit der Presse meine ich. Die Strohballen werden ja nur gepresst. Jo, das können wir nämlich dann mit ihm hier machen. Dann bringen wir den nämlich auch schon mal an den Start, den Valtra N174. So. Okay. Hm.
Gut. So, jetzt wird es hier langsam voll auf dem Feld. Den setzen wir erstmal zurück. Okay. Und den erstmal wieder einsammeln. Also einmal hoch und runter und schon voll. Das sind gute Erträge hier. Da haben wir doch gut gearbeitet auf dem Feld. Okay. So, und ab die Post. Der Helfer soll seine Arbeit machen. Dann werden wir den hier erstmal ein bisschen aus dem Wege nehmen. Weil wenn er nämlich in die Richtung hochfährt und runterfährt und wieder hochfährt, dann können wir auch wieder abtanken. Sehr schön. Und mit ihm hier können wir schon mal langsam anfangen, Ballen zu pressen. Ach, jetzt wollte ich erst noch schauen. Jetzt haben wir wieder nicht aufgepasst. Was will er denn? 150 ist okay. 150 ist soweit okay. Jetzt bin ich mal gespannt, haben wir denn automatische Ablage wieder eingeschaltet? So, das müssten wir doch aufnehmen können, oder? Sehr gut. Automatische Ablage anschalten. Nein, mal lieber nicht, weil wir das Thema haben, dass wir, glaube ich, hier die Ballen sonst den Berg runterrollen. Da müssen wir mal schauen, wie wir das am geschicktesten machen. Ob wir einmal kurz quer fahren oder ob uns die Ballen dann abhauen. Okay, und jetzt. So, zack. Ja, so sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite, sonst hauen uns die Ballen hier den Berg runter und rennen uns vielleicht noch ins Wohnzimmer. Das wollen wir natürlich nicht. Also auch diesmal gibt es wieder jede Menge zu tun. Oh, schon wieder voll. Oh ja, das gibt dann jede Menge Ballen, aber die brauchen wir auch. So, den packen wir auch dahin. Huch, das war zu schnell, oder? Nein, das passt. Sehr schön. So, dann gehen wir in die Ernte. Dann machen wir Stroh. Dann werden wir unsere Felder düngen. Oh, da liegt ja auch noch ein bisschen Stroh rum. Okay. Ich finde, das immer sieht ein bisschen komisch aus. Wenn hier das Material noch rumliegt, können wir das aufnehmen. Ja, okay, sehr schön. Ah, Augenblick mal, was hat der Nachbar hier? Hat er hier Karotten oder was angepflanzt? Oh, rote Beete. Spannend, okay. Okay, okay, okay. So, weiter geht's. Oh ja, der Drescher ist wieder voll, 80%. Das passt sehr, sehr gut. Oh ja, und er ist auch schon wieder voll. Wunderbar. Und ab die Post. Und dann machen wir hier den nochmal voll. Und bevor wir den Ballen ablegen, gehen wir runter. Weil dann können wir nämlich den Drescher abtanken. Oh, und die Ballons sind auch schon wieder unterwegs. So, ein Stück noch. Jep, wusste ich's doch. Okay. So, den schalten wir mal ein. Den Fendte 720 Vario mit einem schönen Rudolf-Anhänger. Oder ist das Kennzeichen noch falsch? Ja, ich glaube, das ist der Anhänger aus dem ersten Tage. Wunderbar. So, 50%. Also das heißt, der wird gerade voll. Sehr gut. Und dann legen wir hier mal los. Mit unserem Valtra, mit dem Großen, und werden hier mal ein bisschen düngen.
Dazu erstmal hinten aufklappen. Sehr schön, da werden wir nämlich hier mal mit dem Grasfeld ein bisschen arbeiten. Dann erledigen wir das nämlich hier auch. Dann ist das nämlich auch gedüngt. Genau, dann passt das wieder. Und ich hoffe, euch passt es soweit auch. Ich sage recht herzlichen Dank. Da soll es mal wieder gewesen sein. 22 Minuten sind wieder fast rum hier auf Neumini-Brunnen unserer wunderschönen Alpenmelb hier bei mir auf dem Kanal. Und es geht also weiter hier mit jeder Menge Feldarbeit um die Tierchen und so weiter. Werden wir uns in der nächsten Folge kümmern. Jetzt soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn ihr wieder zuschaltet hier bei mir auf dem Kanal. Und bis dahin sage ich Tschüss. Ciao, ciao, euer Baden-Farmer.